Ich liebe es, dass Leute auf YouTube verfolgen können, was ich mache. Was ich aber noch mehr lieben würde, wäre, wenn Leute mein Zeug auch noch außerhalb von YouTube sehen könnten. Zum Beispiel in einem Museum. Museum. Also habe ich einen Plan geschmiedet, innerhalb von 3 Tagen ein paar Bilder gemalt und die einfach selber ins Museum gehängt. Aber was für Bilder ich gemalt habe, mit wem ich die Bilder gemalt habe, wie ich die ins Museum bekommen habe und ob sie bis heute im Museum hängen, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Als allererstes musste ich natürlich damit starten, mir irgendeinen Plan zu machen. Grundsätzlich, immer wenn ich irgendwas mit Kunst bisher auf meinem Kanal gemacht habe, habe ich mir Hilfe dazu geholt. Also dachte ich, dass es dieses Mal auch wieder schlau wäre, damit die Bilder einfach nicht aussehen wie von einem Grundschüler gemalt, und Jody hat sich glücklicherweise wieder mal Zeit für mich genommen. Danke sehr. Wir tun so, als würden wir jetzt gerade erst anfangen, dabei haben wir eigentlich schon fast alles fertig. Wir haben vor ein paar Tagen schon mal gemeinsam gemalt. Und jetzt finalisieren wir die Sachen. Wir sind ja respektable Künstler, Toll. Die möglichst lange in diesem Museum Screen Time bekommen wollen. Genau, mehr als 5 Minuten, dann kriegst du 2 Euro. Boah. Und für jede weiteren 5 Minuten nochmal 2 Euro? Ja. Wer rich, rich. Ich mach das ja so aus dem Gefühl, ich bin ja Künstler, ne? Muss mir da gar keine langen Gedanken drüber machen, das ist einfach der Stift läuft von alleine. Ey, Jody, wie reich wird man eigentlich mit OnlyFans? Ja, ich kann dir 2 Euro für 5 Minuten. Sehr gut. Warum bleibt es da nicht so gut drauf? Fragen, die sich ein Künstler stellt. Ich bin echt gespannt, was das wird. Mir schon vorstellen, dass die das echt nicht so geil finden, ne? Du machst nichts kaputt, aber du bist natürlich das Vorbild für andere. Du willst jetzt erstmal gerade nur die ganzen Konturen nachmalen, oder wie? Ja. Denn der wird schon fertig. Oder lässt du dich noch treiben? Das Einzige, wovon ich mich treiben lasse, ist Drogen- und Alkoholsucht. Darüber lachen wir nicht in diesem Haushalt. What the fuck, Digga, das Leben eines Künstlers ist no joke so hart. Ich bin gleich schon wieder fertig mit Arbeiten. Dann ist meine Kreativität für heute fertig. Richtiger Front an Jody, die hier so übelst die krassen Bilder gemalt hat. Künstler sein ist so schwer. Kannst du sagen, zum Edding rumballern, Alter? Das kann wirklich jeder, Jody, was soll das? Oh nein, oh mein Gott, ich hab komplett verkackt. Du bist ein Wunderkind. Danke. Kann man das denn verkacken? Oh mein Gott. Künstler sein ist so einfach, ich liebe dich. Sollte so sein. Es gibt hier keinen Plan. Es gibt nur Fahren am Ufer. Ja, es ist auch so ein geiles Thumbnail. Nein, ich muss natürlich das Thumbnail im Museum machen. Man sieht da so einen Tyrannosaurus Rex im Hintergrund und daneben mein Bild. Aber ich glaube nicht, dass Bilder neben einem Tyrannosaurus Rex... Maul. Können wir mal ein bisschen ein paar geile Tunes? Schaut euch an, Philipp Dorsey. Krass, wie man mit einem Glückstreffer sein Leben finanzieren kann. Das ist geil geworden. Hab ich auch nicht geklaut. Sieht ausbaufähig aus, Jody. Ich möchte Jody hier ganz kurz einen Shoutout geben. Vielen Dank, dass du mich immer dabei unterstützt, wenn ich irgendwas mit Kunst machen will, obwohl ich es überhaupt nicht kann. Gerne. Im Prinzip ist es scheißegal, was wir machen, weil es geht viel mehr darum, dass wir es illegal reinhängen. Jody malt hier so und ich bin dann dafür, das Gesetz zu brechen und das Bild da reinzuhängen. Danke. Corporation of the Nation. Bin fertig. Hey, Digga. Hey, ist doch geil. Achso, ja, das ist geil. Jody hat hier ihren Signature-Asen reingemacht. Oder ist das, kann man doch mittlerweile sagen, oder? Das ist einfach nur ein Joint. Sorry. Wie lange hast du gebraucht für alle Bilder und Kunstwerke? 3 Stunden vielleicht? 2 vielleicht. 2. Ja. Weil die Kreativität kommt schnell aus mir raus und dann ist sie auch schnell erschöpft. Deswegen muss ich jetzt schnell wieder Shisha rauchen gehen. Ich weiß nur noch nicht, in welchem und ob es 3 Museen gibt, wo das überhaupt in irgendeiner Weise reinpasst. Würde gut in Ausstellungen passen, aber da wollen die verkaufen und dann fallen die wahrscheinlich so Fremdkörper auf. Ausstellung ist aber ein gutes Stichwort, denn ich habe mir schon ein zweites Video überlegt. Das wird komplett gestört, da werde ich auch wieder auf dich zurückgreifen. Die Bilder würden definitiv in einem Museum hängen. Da musste ich nur noch ein Museum raussuchen. Ich habe gedacht, wahrscheinlich wäre es das Schlauste, wenn ich das Museum nehme, das am besten überwacht ist und wo die meisten Leute hingehen. Museum für angewandte Kunst, super viele sehr wichtige, geschichtsträchtige Gemälde und so. Da, ne, aus Bauhauszeit, deswegen habe ich auch so Dreieck und Viereck und Kreise und so gemacht. Immer wenn ich Leuten dann von der Idee erzählt habe, ist genau eine Frage aufgekommen. Wie zur Hölle willst du die Gemälde da reinbekommen? Na gut, so schwer war das jetzt nicht. Genau so laufe ich dann da rein und dann hänge ich das auf mit Patafix oder so. Ich probiere meinen Eltern zu erklären, warum es schlau für mich ist, nicht weiter zu studieren. Freunde, ran hier. Geht los. Kunst kommt in die Hose. Ja, mit 2 ist schon kritisch, ne? Ja gut. Und ich darf mich halt nicht bücken, weil sonst... Ja, und jetzt Museum für... Keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. We made it. No joke, überall Kameras.
Ey, das war wirklich krasser als gedacht. Also in jedem Winkel hing eine Kamera, wirklich in jedem. Und auf zwei Besucher kam eine Security-Person. Es war halt 35 Grad draußen. Es war niemand im Museum außer wir und eine andere Gruppe. Wir wurden auf Schritt und Tritt verfolgt. Wirklich Schritt und Tritt. Eine Person war immer hinter uns. Hallo. Sieht eigentlich legit aus, oder? Aha. Ja. Also es würde sich schon gut hier einreihen. Es schien komplett aussichtslos, deswegen haben wir uns überlegt, wir laufen erstmal Richtung Toilette, um an einem neuen Plan zu feilen. Der neue Plan war dann, ein Bild neben die Toilette zu hängen. So konnten wir wenigstens ein Bild im Museum schon mal safe platzieren. Das Problem war, dass dann da auch ein Security-Typ kam. Also ich weiß nicht, was die ganzen Gemälde und ausgestellten Dinge da wert sind, aber man hat sich no joke gefühlt wie in Nordkorea. Man wurde komplett überwacht. Ich habe wirklich zwischenzeitlich gedacht, dass es für mich unmöglich ist, da irgendwas aufzuhängen. Nach anderthalb Stunden Auf- und Ablaufen im Museum habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, noch einmal nach links und nach rechts geschaut und das Gemälde aufgehängt. Plötzlich hing mein Bild, das ich innerhalb von 2 Stunden mit Jodys Hilfe gemalt habe, damit es nicht komplett scheiße wird, inmitten von diesen unendlich teuren, krass überwachten Mega-Gemälden. Step 1 also erfolgreich gemeistert. Die große Frage, die man sich dann so stellen könnte, wäre, wie lange bleibt so ein Gemälde hängen? Fällt es komplett aus der Reihe oder könnten die Leute, die durchlaufen, auch denken, dass es einfach komplett dazugehört? In den ersten 5 Minuten ist gar nichts passiert. Das Bild ist komplett hängen geblieben. Wir sind noch mal ein bisschen drumherum gelaufen und haben gesehen, dass einfach nichts passiert. Also niemand hat uns über die Kamera beobachtet und es ist nicht direkt aufgefallen. Beim drüber nachdenken habe ich dann aber so viel Schiss bekommen, dass ich ungerne selber noch mal ins Museum gehen wollte, um nicht mit irgendwem konfrontiert zu werden, der sich an mich erinnern konnte. Also habe ich Max Freundin hingeschickt. Hey Leute, wir haben nichts mit dem Video zu tun, aber wir gehen jetzt kommen. Das Museum macht ja schon zu, die dachten schon so, warum gehen die jetzt hier rein? Lara hat angerufen, die ist für mich gerade ins Museum gegangen, um zu gucken, ob mein Ding da noch hängt. Seid ihr schon im zweiten Stock? Geh mal ganz nah. Es hängt nicht mehr. Bei der Toilette hängt noch eins. Eine Schande, 4 Tage später, das Gemälde hängt nicht mehr. Man muss auch dazu sagen, dass ich es vielleicht nicht ganz gerade aufgehängt habe, sondern dass es so leicht schräg war. Aber alles in allem war das doch ein voller Erfolg. Wir haben coole Bilder gemalt, wir haben 2 davon im Museum platzieren können. Die waren zwar beide nach 3 oder 4 Tagen schon wieder weg, aber es hat zumindest für ein paar Tage funktioniert. Und ich hoffe, ich konnte euch in den letzten Minuten gut unterhalten. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Macht's gut. Tschüss!